Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge sollten wir eigentlich die Medizin holen für den Typen, der jetzt hier links von uns sitzt. Aber wir wissen nicht, wo wir die Medizin herkriegen. Allerdings haben wir ein Rezept bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Apotheke. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich jetzt erstmal zur Apotheke die Medikamente holen und können ihm dann erst helfen. Ich spreche ihn aber trotzdem nochmal kurz an. Mein Herz! Ich brauche meine Medizin! Schnell! Ja, ich würde dir ja gerne helfen. Ach, sie hat übrigens auch wieder das Herz an, sehe ich jetzt gerade. All das Geklapper muss nach einer Weile richtig anstrengend sein. Ne? Halt, stopp. Da war noch was, was man nicht angucken konnte. Springt da jetzt was raus? Okay, also man kann draufklicken, aber es tut sich nichts. Ah. Ist das nicht der Stempel? Aber den Stempel haben wir jetzt nicht mitgenommen, ne? Da können wir anscheinend später auch was machen. Versuchen wir etwas anderes. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Gut, dass ich mir das noch angeguckt habe, bevor ich rausgehe. Was ist denn das hier hinten? Leer. Ach so, wir können gar nicht zur Apotheke. Haha. Keine Medizin weit und breit. Also, würden Sie mich meinem Schicksal überlassen? Nein, ich wollte die Musik, wollte ich gerade sagen, holen. Das, ja, wo soll ich denn... Hier oben macht die... Hallo, zu meinem Mauszeiger? Hier oben macht sie ja nichts. Da geht sie ja auch nicht hin. Hier komme ich nicht weiter. Soll ich? Nee, aber ich kann ja nur mit ihm sprechen. Wenn ich denn meinen Mauszeiger kriege jetzt. Ich kann nur mit ihm sprechen. Ich gehe nochmal unten gucken. Wo versteckt er denn seine Medizin? Ich habe ja auch nichts, wo ich irgendwie Wasser in den Becher machen könnte oder so, dass er die Medizin dann vielleicht endlich mal rausrückt, dass er die... Also, normalerweise sollte man ja gerade solche Tabletten immer bei sich führen, wenn man so ein Herzleiden hat. Deswegen finde ich es ein bisschen seltsam, dass er überhaupt nichts hat. Der ist am Jammern, der braucht seine Medizin, aber hat nichts bei sich in der Nähe. Wir haben jetzt schon alles angeklickt. Hier können wir jetzt auch nichts mehr. Ah, da oben haben wir doch jetzt auch alles durchgeguckt. Ich hätte sonst noch bei der Tochter gefragt oder so, aber... Kann man auch nirgendwo was machen? Ja, geh zurück. Hallo. Wieso geht der nicht zurück? Leer. Ganz ehrlich, ich verstehe es jetzt nicht. Sie mich an. Sind Sie jetzt zufrieden? Ich halte einfach keinen Stress mehr aus. Ich wäre zufrieden, wenn du, dummer Hans Wurst, mir jetzt mal sagen würdest, wo deine Medizin ist, weil ich finde hier nirgendwo was. Ich meine, da sind doch Sachen drin. Wieso? Nichts, was ihm helfen könnte. Medizin? Kann ja auch nichts übersehen haben. Ich meine, ich habe jetzt alle aufgemacht, habe da reingeguckt.
Unten kann man auch nichts öffnen. Medizin ist jetzt aber auch nicht zufälligerweise in dem einen dass man die hier irgendwie per Rätsel rausholen muss oder so. Ne? All das Geklapper muss nach einer Weile richtig anstrengend sein. Verstehe nicht. Hier kann man... Ach doch. Ach, die konnte ich aufmachen. Okay. Hallo? Also kann ich die nicht weiterdrehen? So, das ist die Klappe. Die stehen alle? Stehen die alle auf die gleiche Uhrzeit? Nee. Die stehen auf 5 vor 3. Die steht auf 3. Versuchen wir etwas anderes. Wir nehmen einfach unmöglich. Alles, was wir haben. Es funktioniert nicht. Okay, die Tasse kann man hier draufstellen. Ja, was soll ich denn einstellen? 5 vor 12 oder was? Oder? Nein, Moment, was stand da drin? Wann soll der... Ah, ich glaube, ich weiß es. Vorzugsweise nach dem Essen. Moment. Vorzugsweise nachmittags. Ja, toll. Drei Fläschchen, zwei Packungen. Könnte jetzt sein, dass der große Zeiger auf der 3 stehen muss, der kleine auf der 2. Oder es hat was mit Nachmittags... Ach, ich drücke hier immer die falsche Taste. Oder es hat was mit Nachmittags zu tun. Große auf der 3, kleine auf der 2. Können wir mal ausprobieren. Scheint aber nicht zu funktionieren. okay. Aber eben kam noch ein Hinweis, dass die Musik einem weiterhelfen könnte. Darf ich meinen Mauszeiger mal? Jetzt kommt natürlich keine Musik mehr. War ja klar. Ja, nachmittags. Das könnte auch genauso gut 2 sein, ne? 2 Uhr. Nee, dich will ich nicht. Ich will dich. Sind wir schon am Abend. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken? Okay, also soll nicht am Nachmittag angenommen werden, sondern am Abend, okay? Mit Zucker oder was? Also das ist ja jetzt mal... Oh mein Gott, ey, da haben sie sich jetzt aber echt mal etwas überlegt. Zum Nachhinein bin ich da jetzt ganz... Oh, was sind das für Kratzspuren hier? Bin ich ja jetzt ganz froh darüber, dass wir es auch endlich mal hinbekommen haben. Aber das war ja jetzt wirklich... Holen Sie meine Medizin. Ja, die habe ich. Wie kann ich die denn jetzt geben? Mein Gott. Hallo. Ich hab die doch. Ach so. Danke für Ihre Hilfe, Frau Walker. Ich fürchte, ich war etwas voreilig mit meiner Einschätzung von Ihnen. Nicht der Rede wert, Herr Steiner. Erzählen Sie mir stattdessen von der Prothese. Ich muss sie Kirk wirklich bald bringen, wenn Sie bereit sind, sie mir zu überlassen. Ja, ja, ja. Ich muss nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen. Sie ist mit sehr präziser Mechanik ausgestattet, verstehen Sie? Wird das lang dauern? Tut mir leid, wenn ich dränge, aber ich muss auch den unglücklichen Jukal helfen.
Ich muss einen Weg finden, wie Sie mit Ihrer Straußenherde den See überqueren können. Ich habe wirklich viel zu tun. Wenn das mechanische Bein fertig ist, kann ich in die Klinik gehen und den jungen Kirk zu Ihnen bringen. Dann können Sie sich stattdessen ganz auf die anderen Yukol konzentrieren. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Steiner. Aber warum tun Sie das alles? Ach, vorhin war ich nicht sehr nett zu Ihnen. Und auch die Art, wie die anderen Stadtbewohner hier in meiner eigenen Stadt die Yukol behandeln, widert mich an. Also will ich diesen armen Teufeln helfen. Selbst wenn ich mir nicht so sicher bin, ob sie den See überqueren sollten. Was ist denn das Problem, Herr Steiner? Die nächste Station auf Ihrer langen Reise ist die Stadt Baranur. Seit dem letzten Straußenzug hat sie sich in die Hölle auf Erden verwandelt. Bitte begleiten Sie mich nach unten, Frau Walker. Ich zeige Ihnen, was ich meine. Ich habe unten schon alles gesehen, aber wir können trotzdem gerne mitkommen. Hallo. Geht die da auch mal rein? Also, man muss schon sagen, es ist schon ein bisschen holprig. Gerade wenn man sowas hat und man drückt drauf, dass sie das dann nicht immer wirklich macht, was man gerne möchte. Suchen wir hier irgendwas Bestimmtes, oder? Oder muss ich ihm gleich vielleicht was... Filmrolle? Sie geht direkt direkt zur Seite, so nach dem Motto, ich habe das da jetzt nicht rausgenommen. Auch nicht schlecht. Kann ich hier irgendwo eine Filmrolle einlegen? Oder gehört da eine Filmrolle rein? Nee, oder? War doch gerade auch so ein Puzzlesymbol, oder? Sehen Sie bei den Regalen dort drüben nach, Frau Walker. Sie sollten einen Film über Baranur finden. Ja, ich glaube, den habe ich schon gefunden. Ich kann nur nichts machen. Oder vielleicht muss ich einen anderen Film finden. Nee, hier oben kann ich jetzt was machen. Nicht wahr? Das Modell XC2000 ist sicherlich eines von Hans' Meisterwerken. Ihr Auftrag war es, Überlebende der Katastrophe nach Weißenmoor zurückzubringen, wo die Opfer Dr. Sonjatins Klinik die bestmögliche Behandlung bekommen sollen. Die Gestalt wäre normalerweise jeden Tag zwischen den Städten Weißenmoor und Baranur verkehrte und die eine neue Art von Rettungskräften zum Schauplatz des Namens brachte und die Überlebenden der Katastrophe da herumholte. Also wurde Baranur durch einen Reaktorunfall verwüstet. Aber laut diesem Film haben die Automaten, die sie mit Hans entwickelt hatten, viele Leben gerettet, richtig? Ich fürchte, es kam anders. Wegen Kapitän Obo, der... Sarah, Frau Walker. Das ist Sarah, meine Enkelin. Ja, die kenne ich schon, die brauchst du nicht vorstellen. Auch wenn er das jetzt nicht gesagt hat, aber ich habe es jetzt unten gelesen. Irgendwie sind dir bei
bei der Synchronisation sind sie doch ein bisschen abgekürzt, ne? Also. Frau Walker, das ist Sarah, meine Enkelin. Wir kennen uns schon. Stimmt, Sarah? Ich muss eine Kerze für Frau Walker anzünden. Dank ihrer Besonnenheit und Geistesgegenwart bin ich noch am Leben. Sie fand meine Medikamente und gab sie mir, bevor es zu spät war. Donnerwetter! Du meinst, du hattest wieder einen Anfall? Ah, du bist so ungezogen, Großvater. Du musst dich unbedingt von Dr. Sanyatin untersuchen lassen. Nicht jetzt, Kind. Wenn ich dem jungen Yukul seine Prothese bringe, schaue ich beim guten Doktor vorbei. Warum unterstützt du bis dahin nicht Frau Walker? Sie sucht verzweifelt nach einem Weg, wie die Yukul-Karawane den See überqueren kann. Um ehrlich zu sein, habe ich schon eine Lösung. Das Schiff in dem Film, die Kristall. Mir ist gerade klar geworden, dass es das Schiff sein muss, das im Hafen liegt. Ich schätze, wenn es die Automaten von Ihnen und Hans transportieren könnte, sollte es auch die Strauße über den See bringen können. Ach, das ist keine schlechte Idee. Aber leider gibt es da ein kleines Größenproblem, Frau Walker. Der Kapitän ist ein Säufer, ja. Aber ich möchte das jetzt nicht so offen sagen. Was um alles in der Welt meinen Sie? Obo wurde zum Wrack, nachdem er unsere Automaten in Baranur zurückließ. Der Feigling ertränkt seine Sorgen jetzt in Wodka. Er ist überzeugt, dass er wegen des Monsters im See geflohen ist. Angeblich hat der Idiot das Monster gesehen. Himmel, Herrgott! Also machte er kehrt und ließ die Automaten in Baranur zurück und ebenso die Menschen, die sie dort retten sollten. Großvater, ich weiß, du bist wirklich wütend auf Kapitän Obo, weil er die Automaten, die du mit Hans gebaut hast, in Baranur zurückließ. Er hätte auf sie warten sollen. Sie sollten die Überlebenden, die sie in den Trümmern fanden, aufs Schiff bringen, um mit ihnen hierher nach Walsimbord zurückzukommen. Aber als er das Ufer von Baranur erreichte und die Katastrophe und all die Toten sah, bekam er große Angst. Die Krankheit, die Strahlung. Er muss eine Panikattacke gehabt haben. Also wendete er sofort, kippte die Maschinen in den See und kam mit leeren Händen nach Walsimbord zurück. Und die Automaten befinden sich seither dort, in der Hölle. Aber wer weiß, vielleicht will er ja seine Ehre wiederherstellen. Ich bin sicher, Kate wird ihn überzeugen können, den Yukul zu helfen. Ich muss jetzt zu meiner Schicht im Gasthaus. Kommen Sie doch später mal bei mir vorbei, okay? Kapitän Obo wird auch dort sein. Gut, dann versuche ich, Kapitän Obo zu überzeugen. Danke für alles, Herr Steiner. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen Glück wünschen sollte, Frau Walker. Baranur ist jetzt nur noch ein offenes Grab. Ja, ich würde dann einfach mal spontan sagen, dass wir hier auch einen kleinen Cut machen und den Kapitän dann in der nächsten Folge versuchen zu überzeugen. Ich versuche es ja zum einen natürlich auch immer von der Länge her nicht so lange zu machen, zum anderen natürlich auch thematisch ein bisschen zusammenzuhalten. Und ja, ich weiß auch nicht, wie lange wir brauchen, um den Captain zu überzeugen und was wir da alles machen müssen. Deswegen sag ich einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.